So, bisschen noch hoch, bisschen hoch. Rechts Kompressor, links ein Turbo. Hallo, Herr Dennis bei Kfz 40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen E46 Kompakt. Kratzer? Spinnennetz. Mit dem Kompressor. Der soll hier einen Big Brother bekommen. Also sprich ein Turbo, der hier eingebaut wird. Heute Azubi Ibo und Timur. Ist auch ein Azubi, nicht von mir, vom VW. Der will einfach bei diesem Projekt dabei sein. Er will sich das anschauen, will ein bisschen Turbotechnik kennenlernen. Und da haben wir gesagt, komm, mach mit. Wir werden den Motor ausbauen. Warum müssen wir den ausbauen? Wir müssen erstmal den Krümmer einbauen. Dann müssen wir den Ölzug, Rücklauf, dann müssen wir die Auspuffanlage anpassen und. Es sind viele Sachen, was wir hier machen müssen. So sieht das Ganze aus. Ich freue mich schon. Das wird eine Herausforderung, hier einen Turbo einzubauen. Ob wir das hinkriegen oder nicht, werden wir sehen. Hier kommt der Turbo hin. Wir wollen den Turbo auch hier oben haben. Nicht unten. Ich weiß nicht, Leute, wenn man so einen geilen Turbolader einbaut, dann muss man das sehen. Wir haben zwar jetzt einen Krümmer geholt von Teertechnik. So sieht das Ganze aus. Natürlich hat man jetzt zwei Möglichkeiten, den einzubauen. Der ist eigentlich für den N52 gedacht, nicht für den M54. Den kriegen wir auf jeden Fall da reingefuchst. Kann sein, dass wir den ein bisschen bearbeiten müssen. Man kann den natürlich einmal so verbauen und so verbauen. Wir werden das natürlich so verbauen, so dass der Turbo genau hier drauf sitzt und das Ganze sich dann hier befindet. Krümmer einbauen, Turbo einbauen und dann gucken, wie das aussieht. Das wird sehr interessant, aber die Optik wird schon mal 10 von 10 sein, da bin ich mir sicher. Dann ist dieser kleine Kompressor nicht mehr alleine, da hat er einen Big Brother. So nehmen wir das, ja, an. Wir nennen das Projekt Big Brother. Die sollen das Ganze ausbauen und dann mal gucken, wie oft die mich rufen müssen. Natürlich werde ich das Ganze beobachten, klar. Guck ich zu. Netflix für mich. Timo, hast du schon mal einen BMW geschraubt? Nee, gar nicht. Ibo bestimmt? Ja, ich schon. Super, Ibo, du machst fest. Ja, ich bin da. Die werden jetzt zum ersten Mal Motor runternehmen. Ibo, hast du schon mal Motor runtergenommen? Ich selber nicht jetzt. Ja, aber nur bei VW. So, Timo, erzähl mal, was hast du alles ausgebaut? Wir haben den Nehmerzylinder ausgebaut, dann haben wir noch Benzinleitung abgemacht. Mhm. Dann haben wir von der Kaderwende das Öl rausgemacht. Nicht Kardanwelle, Servolenkung. Servolenkung, sorry. Ja. Ja, dann haben wir noch die Auspuffanlage jetzt runtergemacht. Genau, Auspuffanlage. Ja. Kardanwelle ist ab, sehe ich. Auspuffanlage haben wir abgemacht. Ist ja alles kaputt gegangen, aber ist nicht schlimm, weil der wird hier sowieso erneuert, das Ganze. So sieht der Ganze aus. Weil oben, ihr seht ja, 2,5 Zoll. Und das wird auch ungefähr so sein, aber dazu später viel mehr. Jetzt machen wir die Schläuche von Kühlsystem ab. Dann lassen wir gleich noch Öl ab. Genau, Motoröl. Hier Schlauch macht ihr einmal ab, ne? Mhm. Und welchen Schlauch noch? Und den hier. Super! Das sieht gut aus. Das gefällt mir doch hier. Also bei mir war das früher so, ich weiß jetzt nicht, wie es bei denen ist, aber bei mir war das so, wenn einer zu mir gesagt hat, bau einen Motor aus, egal, da habe ich mich immer gefreut. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich freuen, aber ich freue mich. Für die. Wie sieht der Motor von vorne so aus? Das ist schon harte Arbeit, nicht ehrlich. Ach, hör auf, war der jetzt, ist jetzt hart? Ja, wenn man das noch nie so gesehen hat vom BMW, im Gegensatz zu VW, ist halt VW viel einfacher. Aber ist das jetzt kein Abenteuer für euch? Doch, für mich schon. Ja, für mich ist ein Highlight. Ja. Kompressor und später da Turbo. Der wird das geil aussehen. Ist egal, wenn es auch nicht funktioniert. Ich lasse es einfach wegen der Optik schon da. Guckt euch aus. So, und dann macht ihr einfach mal hier. So werden wir den später einbauen. Motor draußen. Motor ist draußen, aber natürlich hat er ein bisschen Faxen gemacht. Ne? Warum? Ihr seht das schön, weil dieser Krümmer, die haben da echt schön festgehalten und da ein bisschen Lenkgetriebe. Ja, wir hätten uns das natürlich leichter machen können, wenn wir den Krümmer ausgebaut hätten. Oder die Achse. Ja, ne? Aber wollten wir ja nicht. Konnten wir aber nicht, genau. So, Leute, dann holt mal raus. Wir müssen eine Halterung einbauen. Ich hoffe, die Halterung hält da. So, ein bisschen pumpen noch. Okay. Langsam, 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 langsam.
So, bisschen noch hoch, bisschen hoch. So. Okay. Jetzt tut mir einen Gefallen, bitte sofort hier eine Palette drunter. So, super. Und jetzt zieht den einfach mal ein bisschen erstmal zu euch. Super. Okay, warte. Hä? Servoleitung, haben wir die nicht abgemacht? Ach, die ist da fest, okay. Super. Jetzt bitte nur das Ding da schön hin tun. So, dass alles. Nein, lieber. So, Wasserschlauch. Super, perfekt. Jetzt halten wir den mal fest. Jetzt macht ihr den mal ein bisschen runter. Also unsere Haltung hat gehalten, ne? Wahnsinn. Okay, festmachen. Bisschen Spannung. Super, jetzt zieht das mal bitte weg. So, Getriebe habt ihr auch abgemacht. Das sieht doch schön aus. Glückwunsch, Timur. Dankeschön. Für deinen ersten Motorausbau vom BMW. Glückwunsch. Dankeschön. Auch für dich, erster Motorausbau. Jetzt ganz ehrlich, war das schwer? Nee, aber gab es trotzdem so ein paar Probleme, ja, die wir beheben mussten. Wir hatten das Problem gehabt, dass der hier festgebacken war. Ne? Es war schwer, den rauszuholen. Wir mussten da eine Halterung erstmal finden. Das Ding hier ist leider kaputt gegangen. Da konnte man leider nichts machen. Jetzt bitte den Krümmer einsprühen. Front werden wir ganz kurz zusammenbauen, provisorisch. Und dann kommt er erstmal auf den Hof. Weil wir brauchen erstmal das hier. Weil wir müssen erstmal hier Krümmer raus. Da sieht man jetzt schon den Kompressor. Und da wird noch ein Motor, da wird noch ein Turbo. Sieht einfach nur geil aus. Dankeschön, Timo, dankeschön, super Arbeit. So sieht das aus. Aber es kann sein, dass wir den Krümmer noch mal ändern, dass ein anderer Krümmer noch reinkommt. Deswegen wollen wir den erstmal ausprobieren, wie hoch dieser Krümmer ist. Also je nachdem, wie wir ein Turbo nehmen. Hier sind die Cuts. Die hören sich voll an. Und dann mal schauen, ob die abgehen ohne Probleme. Da bin ich echt mal gespannt. Ich muss echt sagen, die Krümmer sind super rausgekommen. Hätte ich nicht erwartet. Schauen wir mal, ob die auch voll sind. Ja, Krümmer sind voll. Super. Also 300.000. Sieht der eigentlich noch sehr gut aus. Ne? Das ist von N52. Und jetzt mal schauen, ob der auch reinpasst. Aber ihr seht, der passt. Ah, guck mal. Da haben wir mal ein Problem. Seht ihr das hier, wenn wir den festmachen, was hier passiert? Aha. Ja, fangen schon mal die ersten Probleme an. Wir machen den Turbo drauf, einfach mal für die Seele. Man sieht natürlich, dass wir hier das Ganze ein bisschen bearbeiten müssen hier, ne? Weil wir haben da ja ungefähr einen Zentimeter Platz hier. Jetzt können wir mal einen Turbo reinmachen. Mal gucken, was für ein Turbo wir nehmen. Und mal gucken, wie das aussieht. Oh mein Gott. Bauen wir die Bolzen mal ein und dann schauen. Boah, ich bin aufgeregt. Also, das sieht verdammt geil aus, muss ich sagen. So richtig geil sieht es aus. Aber wir haben ein Problem. Aber egal, lass uns erstmal diesen Anblick genießen. Guckt euch das an. Rechts Kompressor, links ein Turbo. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch geil.
Das ist geil. Genau so. Und nicht anders. So stelle ich mir das vor. Wahnsinn. Einfach nur geil. Geil, geil, geil. Sieht gut aus. Ja. Aber wir haben ein Problem. Weil das Ding passt nicht richtig drauf. Turbolader. Also, bin leer, dass wir den unten verbauen. Aber genau das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass der von unten kommt, weil wir dann solche übertriebenen Wege haben. Weil das möchte ich ja nicht. Jetzt erzähl mal euch, wie das jetzt sein wird. Kompressor verdichtet, drückt den raus in den Turbolader. Und dann Turbolader, Abgase kommen rein, Turbolader verdichtet, geht in den Ladeluftkühler, kommt wieder zurück in die Ansaugung. So ist der Plan. Und ich möchte einfach, dass es so aussieht hier. Das soll so aussehen. Genauso und nicht anders. Hier ein Turbolader, hier ein Kompressor und nicht unten Turbolader und da ein Kompressor. Ja, wir müssen jetzt natürlich überlegen, behalten wir jetzt den hier. Oder wir müssen das Ganze, ich sag mal, selber zurechtbasteln. Dass wir den hier abflexen. Das Ganze zurechtbasteln und so, dass der Turbo perfekt drauf passt. Da müssen wir uns entscheiden, was für ein Turbo wir nehmen. Dass wir den Motor wieder einbauen und gucken, ob alles soweit passt. Wenn soweit alles passt, dann müssen wir Ölleitung, Wasserleitung und machen. Obwohl, weiß ich nicht, vielleicht nehmen wir auch ein Turbo, was überhaupt keine Wasserleitung braucht. Können wir auch machen. Ne? Es ist so, ne? Wenn wir irgendwas ändern am Fahrzeug, es ist niemals Plug and Play. Also damit müsst ihr rechnen, genauso. Aber das sind ja auch die Probleme, die wir von Anfang an haben werden. Das ist ganz normal. Ölleitung wird auch ein Problem sein, weil wir haben schon einmal Ölleitung hier weggenommen. Das heißt, wir müssen die zweite Ölleitung nochmal gucken, wo wir das nehmen. Vielleicht von da, mal schauen. Vielleicht finden wir noch eine andere Ölleitung. Rücklauf ist ja kein Problem. Ich habe ja geguckt, an der Ölwanne da unten können wir da irgendwo einen Anschluss machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, Wasserleitung müssen wir schauen, wo wir die einnehmen. Ihr seht, es sind sehr viele Sachen zu machen. Es muss schwer sein. Weil wenn wir das alles noch fertig haben, danach kommt eigentlich das größte Problem. Wird das Ganze funktionieren oder nicht? Weil wir haben ja hier beim Kompressor zum Beispiel 80er Riemenscheibe, die werden wir auf jeden Fall ändern. Was für eine Riemenscheibe, das werde ich euch noch sagen. Das wird auf jeden Fall nicht bei 80 bleiben. Ne? Das ist dann viel zu viel. Wir fahren hier, was weiß ich, wie viel Bar Ladedruck. Darf natürlich nicht so viel sein, weil sonst würden wir jeden Turbolader einfach zerschießen. Würde ich behaupten. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gemacht. Bevor Fragen kommen, werden wir den Motor erstmal verstärken? Nein, werden wir nicht. Es geht hier darum erstmal, also Kompressor und Turbo müssen erstmal harmonieren. Also mit dem originalen Innereien haben wir 400 PS erreicht. Dann können wir das verstärken und dann können wir nochmal auf richtig Ladedruck gehen. Aber bis dahin ist ein langer, langer Weg. Leute, ihr könnt hier auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kennt ihr doch den einen oder anderen Krümmer, was hammergeil ist. Ja, billigen Turbolader müssen wir nehmen, China-Lader ist klar, das müssen wir nehmen. Wobei wir nicht am Anfang wissen, wie viel wir zerschießen werden. Oh mein Gott, ich freue mich auf das Projekt. So, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked. Und wer das Projekt verfolgen möchte, kann natürlich abonnieren.